Hi, willkommen zurück zu Yokai Watch Puni Puni. Es gab heute eine sehr sülftige Belohnung. Wirklich sehr, sehr bitter und sehr, sehr. Ja, ich möchte auch mal sagen, ja, dürftig trifft's ganz gut. Mager, sagen wir mager dazu. Wir haben auch das Punktergebnis und wir sehen, wir sind irgendwie 340.000ster und ich werde natürlich gucken, dass wir das heute umändern, wenn wir uns den nächsten Punkte-Ranglistenkampf ja, widmen werden. Ja, ganz klare Sache. So. Vorher will ich aber erstmal wieder ein paar Geister einsammeln und generell auch ein paar Belohnungen, ist ja ganz klar. Ja. Und ich meine, diese 700 Y-Geld, die ich da bekommen habe durch den Punkterranglistenkampf, die sind gut angesetzt. Mehr will ich jetzt auch gar nicht haben. Klar, mehr wäre immer schön, aber wenn wir ganz realistisch sind, dann merken wir einfach so, hey, mehr ist halt momentan nicht drin, was den Punktestand angeht und was generell alles weitere angeht. Ja, das ist ja wohl ganz offensichtlich. So, wir sehen, ja, Mysti hat heute wohl komplett reingeschissen, aber das passiert ja auch mal hier und da. Wir dürfen mit Charmanta antreten und mit dem natürlich Enma-Stamm. Das habt ihr mir erklärt, dass dieser rote Stamm hier, der so aussieht wie der Tapferstamm oder der Ähnlichkeiten aufweist zum Tapferstamm, was das Logo angeht. Ja, dass das der Enma-Stamm ist. Und vielen Dank an alle, die mir diesen Tipp geschreibert haben. Danke sehr. Ja. Ich will mich auch natürlich für meine komplett zerzausten Haare entschuldigen, aber wir haben draußen. Es ist sehr heiß draußen. Wir haben draußen. Ja, ich will nicht lügen, aber wir haben draußen so 27, 28 Grad und das killt mich schon extremst. Und auch meine Haare. Ne? Deswegen, Entschuldigung, falls es nicht ganz so geil aussehen sollte. Danke. Ja. Ja, mit welchen Charmanta Yokai gehen wir denn rein? Ich würde am liebsten sagen, komm erstmal hier mit Zelle, und auch wenn sie auf Level 1 ist, aber sie healt halt und das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Dann packen wir noch den guten rein. Und da hätten wir soweit alle Charmanta drin und haben einen guten Charmanta-Bonus von, ich glaube, 30% oder 25%. 30. Und damit gucken wir mal, dass wir unsere Punktzahl überbieten, die wir letztes Mal gehabt haben. Und das sollte gewesen sein. Ich gucke mal ganz kurz bei den Statistiken vorbei. Und dann sehen wir ja mal, was so mein Rekord ist. Ist das mein Rekord für die Punktzahl beim Punkterranglistenkampf? Ich weiß es nicht. Was haben wir denn hier? Oder geht es hier um den Angriff? Oder ist das mein Rekord gewesen, den ich beim Punkterranglistenkampf hatte? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Das werden wir gleich dann beim Ergebnisscreen sehen, ob das 400.000 Punkte waren. Mal gucken. Wir kämpfen übrigens halt, jetzt auch heute gegen Ruinmaid und komm, ich nehme mal wirklich jetzt alles in die Hand und ich wollte noch den hier mitnehmen. Ich habe auch drauf gedrückt, ihr habt es gesehen, aber wurde nicht gegönnt. Ja. Was willst du machen, ne? Aber gut. Ja, neuer Punkterranglistenkampf, meine lieben Brodingos. Ja, jetzt hätten wir hier zum Beispiel schon mal richtig fett absahnen können, wenn wir diesen Verbindungsbonus gehabt hätten. Aber ja. Würde ich am liebsten jetzt abbrechen, aber dann würde ich halt nochmal irgendwie diese Boni bezahlen müssen. Und da habe ich irgendwie keinen Bock drauf. Ne? Das ist nicht ganz so geil. So, mal gucken, was seine Ultisil ist. Ich bin mir auch gar nicht sicher, was sein Ultisil so zu bedeuten hat. Puninan übrigens, ganz wichtig, steht ja für. Also seine Ulti steht ja für das Vergrößern der Wapwaps oder beziehungsweise es impliziert das, aber es geht bei Puni dann so ein bisschen um das, ja, um die Bonuskugeln geht's hier. Ja. Und das ist doch für den Punkterranglistenkampf auch eigentlich gar nicht so scheiße. Okay, er puncht irgendwelche Wapwap ist weg, das ist auch interessant, Tendo auf jeden Fall. Ja, da bin ich mal gespannt, was wir für eine Punktzahl kriegen. Also, jetzt ohne Schleifer im Team. Ja, werden das keine allzu hohen Punkte werden, aber naja. Ja. Ist halt bitter, was soll ich machen? So. Wenn ich halt nur mit einer gewissen Menge an Yokai gezwungen werde, hier reinzukommen. Dann kann ich da nichts dran ändern. Das ist halt leider so. Aber gut, vielleicht kommen wir nochmal irgendwie in die Fieberphase rein. Oder ja, vielleicht zahle ich auch, aber das wird sowieso nichts.
groß verändern, sage ich jetzt mal. Wisst ihr was, ich zahle nochmal. Ich bin ja auch das Zahlschwein. Man kennt ihn. Lull. Dann heile ich nochmal ganz kurz, aber das ist halt, keine Ahnung, nicht, das ist nicht viel, was wir hier gerade bekommen. Also ja, mit diesem Charmanter, also mit diesem untrainierten Team kommen wir auf diese Punktzahl und das wird halt schlechter sein, als was ich vorher hatte. Ich hatte, glaube ich, so 300.000 oder so gehabt. Glaube ich, ja, siehste. Also, was soll ich machen? Ja. So gut mein Team auch ist oder so gut wie mein Hauptteam momentan ist, was hier gerade auch in diesem Team drin steckt, aber ich kann nichts machen. Na? Ich kann leider nichts machen. Aber okay. Ne, so ist das halt. Wenn man halt nicht mit seinen Yokai antreten darf, die man halt immer und immer wieder benutzt, dann kannst du nichts dagegen machen. Das ist halt einfach so. Ja. Ist halt scheiße, aber was soll ich machen? Was soll ich machen? Ja. Ich darf nicht mit meinen Yokai antreten. Also ich glaube, was... Warte mal, war da irgendwie auch Robusta drin dabei? Ja, toll. Robusta war auch mit dabei. Schön. Hätte ich es vorher gewusst, hätte ich Goldie dann drin gelassen, aber... Ja. Scheiß drauf. Hätte sowieso nicht mehr gebracht, als jetzt mit Selenan. Vielleicht hätte ich ein bisschen mehr Schaden ausgeteilt, ein bisschen mehr Lebenspunkte gehabt, das wär's. Also ja. Es fuckt halt schon ab, ne? Ich würde halt ganz gerne mit meinem Team angreifen und nicht mit einem random zusammengestellten Team. Klar geht das halt eher an die Leute, die sowieso schon mit jedem Yokai Level 50 sind und keine Ahnung. Nichts anderes mit ihrem Leben zu tun haben, als irgendwie Yokai aufzuleveln, die man gar nicht benutzen will. Aber man muss sie benutzen, weil sonst kannst du im Punkterangliste-Kampf nicht rasieren. Aber ja, letzten Endes kommt es sowieso nur darauf an, dass die Leute diesen Punkterangliste-Kampf machen, die eh tausende SS-Rang-Yokai haben oder die besten SS-Rang-Yokai haben, mit dem sie jeden einzelnen Stamm abdecken. Ja. T. Edison zum Beispiel, das ist ja, glaube ich, auch ein Yokai, der den Score boostet und so, und das ist wohl einer der besten Score-Booster und ja, lange Rede, kurzer Sinn. Leute wie wir haben da sowieso nichts drin verloren, weil wir da nichts zu melden haben. Da bekommen wir unsere 500 Y Geld, aber das war's dann letztendlich, ne? Das war's dann. Also ja. Macht halt irgendwie keinen Spaß, dieser Modus, muss ich ganz ehrlich sagen. Also der Punkterangliste-Kampf-Modus ist halt echt nicht so geil. Ich finde den halt echt nicht so gelungen, weil es halt... Du wirst halt gezwungen, irgendwas an Yokai mitzunehmen, die du gar nicht nutzen willst, aber du musst sie mitnehmen, weil sonst kannst du daran nicht teilnehmen, so. Ja. Klar, wenn du einen Yokai dabei hast, oder wenn du 5 Yokai dabei hast, die erlaubt sind und die sind auch gleichzeitig deine besten Yokai, dann, kannst du es dir schon erlauben, da reinzugehen und da hast du auch Bock, nur wenn du halt dann irgendwie gezwungen wirst, keine Ahnung, irgendwelche Spackos mitzunehmen, die du gar nicht mitnehmen willst. Zum Beispiel, wenn wir jetzt irgendwie sagen würden, hey, im Punkterranglistenkampf gäbe es den Robusta-Stamm, den Tapfer-Stamm und den Charmanter-Stamm, dann könnte ich mit genau diesem Team hier antreten und wüsste genau, ey, ich würde vielleicht sogar eine 500.000 Punkte holen mit diesem Team. So arrogant bin ich jetzt mal, dass ich damit eine 500.000 Punkte holen kann. Zum jetzigen Zeitpunkt, ne? Wenn nicht sogar mehr. Dann hätte ich Bock. Ne? Ich meine, man kann auch von Glück sagen, dass der Charmanter-Stamm erlaubt worden ist. Man hätte ihn auch verbieten können und stattdessen irgendwie, weiß ich nicht, Herziger nehmen können. Aber ja. Leider habe ich nicht so viele Charmanter-Yokai, mit denen ich voll rasieren kann. Ich habe halt nur meine 2-3 und das sind halt Shibanyan und Puninyan. Also ja. Ist leider sehr bitter. Aber gut, ich will euch nicht ständig mit meiner Meckerei nerven. Das sind halt nur die Dinge, die ich halt jedes Mal sage, wenn es irgendwie um den Punkterranglistenkampf geht. Dass der halt wirklich gar keinen Spaß macht. Wie sieht's mit euch aus? Habt ihr Bock auf den Punkterranglistenkampf?
Findet ihr den geil oder denkt ihr euch so? Umbringen HD. Ich wette, bei den meisten wird es es Zweiteres sein. Klar, die Leute, die sowieso mit ihren Teams übelst krass sind, die haben natürlich Bock darauf. Aber so Leute wie ich, die halt noch, auch wenn es nicht so aussieht, am Anfang stehen. Die halt noch am Anfang ihrer Blüte stehen, ja? Ich stehe gerade mit meinem Team auf der Blüte meiner Reise und kann halt Eago noch nicht so viele Yokai haben, dass ich sage, hey, krass, ich hau jetzt mit dem voll auf die Kacke, den packe ich rein, den packe ich rein, den packe ich rein. Die sind ja alle Level 50, die sind alle Rang S, S oder Rang S. Mit denen kann ich rasieren. Es ist ja nicht so. Und deswegen muss ich da leider den sauren Apfel beißen und verscheißen. Und mich damit meinen 200.000 Punkten zufrieden geben, obwohl ich viel mehr hätte erreichen können. Aber nicht mit diesem Team. Na gut, scheiß drauf. Rudingus, Rinfanterist ist auf unserer Seite. Ist mir leider nur ein bisschen egal. Ich sag mal so, wenn ich einen guten Charmanter Score Booster bekommen würde, dann würde ich hier nicht mehr Schleife reinpacken, sondern halt den Charmanter Score Booster, der vielleicht Rang S oder Rang A ist. Oder Rang S ist. Das wäre auch geil. Nur ich habe leider keinen Rang S Score Booster, der Charmanter ist oder einen guten Rang S Score Booster oder einen guten Score Booster, der Charmanter ist. Muss ja nicht zwanghaft Rang S sein. Für den Anfang wird mir auch ein Rang A reichen. Hauptsache Schleifer ist weg. Weil ich genau weiß, hey, wenn ich einen Rang A Joker hätte, egal von welchem Stamm, Charmanter wäre zwar geil wegen der Charmanter Bonusbrücke, aber wenn ich genau weiß, hey, so, ich habe halt dieses Team, oder packe ich halt noch einen guten Score Booster rein, der Rang A, Rang S oder so ist, weiß ich genau, ich brauche diesen Stammbonus nicht, den ich ja bekommen würde, wenn ich ein Yokai eines gewissen Stamms reinpacke, der diesen Stammbonus nochmal erhöht. Natürlich wäre das geil, aber momentan, so zu Zeiten, wo wir halt nie keine Rang S-Yokai bekommen, ist das fern. Oder es ist jenseits des Realismus, das sag ich jetzt mal. Es ist sehr surreal wirkend. Kannst du mal verbinden, dankeschön. Kotz mich hier nicht so an, Mann. Ich hätte jetzt keinen Bock zu sterben, deswegen mach mal wieder hin jetzt. Gut. Auch wenn ich nichts benutzen kann. Hey, geil. Was klar ist, aber ich habe wenigstens wieder meine 200.000 Punkte und ja. Alles super. Alles Gucci. Ja gut, aber wir gucken mal. Vielleicht gibt es heute eine krasse Belohnung in den Missionen und wir können uns eine schöne Münze irgendwie besorgen, die wir dann in den Yokai-Marten packen. Vielleicht haben wir sogar noch Münzen. Ich bin mir gar nicht sicher. Haben wir Münzen bekommen? Ehrlich gesagt, wüsste ich nicht, dass das jemals der Fall war. Ich glaube nicht. Aber gut, was soll ich sagen? Wir sind immer noch beim Excelsior-Turm und kommen bald schon sogar schon zum Endboss, ja? Was soll ich Ihnen sagen? Ich glaube, sogar hier habe ich ja das Let's Play abgebrochen bei diesen Leveln. Es kann sogar sehr gut sein, dass es vorm Fuß des Excelsior-Turms war. Das kann sogar sehr gut sein. Ich glaube, direkt hier bei Kyubi müsste das Let's Play abgebrochen worden sein. Oder vielleicht noch sogar ein paar Level danach oben bei den ersteren Etagen. Sasen. Das kann sehr gut sein. Die Leute, die mein Let's Play das verfolgt haben, die wissen sowieso genau, aber ja, wie sieht's aus? Wisst ihr noch, wo ich das Let's Play beendet habe? Ich weiß, es war auf jeden Fall hier irgendwo, nur wo genau? Das ist die Frage des Tages, meine Fräuleins. So,
Dann machen wir noch den hier fertig. Zack. Generisieren uns die Bonuspunkte, bekommen sogar noch. Habe ich gerade gesagt, dass das Jamsel wäre? Ich meine natürlich, es ist... Wie heißt der nochmal? Jamsel ist der Blaue. Der Grüne ist... Ich hatte ihn sogar erst kürzlich in Yokai Watch befreunden müssen. Nur ich weiß seinen Namen nicht. Aber ihr braucht ihn mir nicht schreiben. Er fällt mir sicherlich wahrscheinlich in 5 Minuten wieder ein. Hoffe ich. Und den haben wir auch jetzt neu dazu bekommen. Hm. Ja, ich glaube, hier bei Kyubi muss es gewesen sein. Oh ja, ich bin Kyubi. Hallo. Oh ja. Geil. Mhm. Ja, ist okay. Man kennt ihn, diesen wunderschönen Kyubi. So, und jetzt sind wir schon im Inneren des Excelsior-Turms, wie ihr sehen könnt. Ach, war das damals cool, als der Excelsior-Turm neu in Yokai Watch 2 dazu kam und so. Ach, ist das nice HD gewesen. War wirklich ein sehr toller Ort. Ich habe mich gern dort aufgehalten. Vor allem, da man auch hier und da mal Kuma-san erblicken konnte im Fahrstuhl. Ganz random, wenn man mal den Fahrstuhl genommen hat. Da... Es ist hier und da echt mal Zufall gewesen, dass Kuma-san im Fahrstuhl zu sehen war. Das war schon wirklich eine sehr coole Sache. Aber ja. Ich bin auch sehr gespannt, ob man quasi in Yokai Watch 3 vielleicht sogar wieder nach 9000 zurückkehren kann. Im Sinne von, naja, dass man halt... nochmal die ganzen Orte besuchen kann. Oder ob du dich quasi... Ich sag jetzt mal ganz plump gesagt, ganz subtil gesagt, so, wenn du dich quasi in Yokai Watch... Ach, er ist immer noch nicht tot. Ja, leck mich doch fett. Wenn du dich in Yokai Watch 3 sowohl in Amerika als auch in Japan aufhalten kannst. Genauso wie es bei Inazuma Eleven 3 der Fall war. Da konnte man ja auch nach, ich glaube, Amerika? Oder war es Amerika? Es war auf jeden Fall irgendeine Insel und... Ich glaube, die war irgendwo in Amerika gewesen. Wenn es jetzt keine Definition gab, wo diese Insel ist, tut's mir leid. Aber ich glaube... Das heißt, ich glaube, man konnte halt sowohl auf die Insel als auch nach Japan zurückkehren, nach Tokio, wo halt Inazuma Eleven spielt. Ne? Wenn es das auch in Yokai Watch 3 gibt, dann raste ich vollkommen aus. Weil sowohl nach Lenzhausen zurückzukehren, als auch nach Amerika zu reisen und dort sesshaft zu sein, das wäre richtig cool. Na gut. Das ist aber auch soweit zu meinen Herumlaberisierungen. Par excellence, ja. Par excellence. So, nichts Besonderes. Hey, geil. Aber wisst ihr was? Ich steck mal wieder 3000 Y-Geld in den normalen Yokai-Marten rein. Dann hoffen wir, dass wir was Schönes daraus kriegen. Let's go, ja? Ja, das ist wieder so ein Rang B-Yokai. Es ist... Orang-Utan-Jan! Ja, moin, mein Bruder! Ja, ich bin ein Affen-Yokai! Ja, ja, ja! Ja, moin! Ein weiterer charmanter Yokai, der sich in unseren Nacken gesellt. Ja, geil. Was sagt denn eigentlich mein Y-Stand? Ach toll, noch 40 fehlen mir. Ja, nice. Vielleicht kriegen wir den nächsten Part voll. Vielleicht bekommen wir sogar jetzt noch eine Münze. Wir bekommen einen Titel verliehen. Wow, davon kann ich mir verdammt viel kaufen. Na gut, Brudingos, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, haut rein und ciao. Ja, ich finde, das hat sich doch gelohnt. Da kann man diesen Yokai in den Titel packen, ins Thumbnail. Ich weiß aber nicht genau, wie er hieß. Orang-Utan-Jan oder... Affen-Jan, aber das klingt irgendwie komisch. Machen Sie es gut und liken Sie das Video, wenn es Ihnen gefallen hat.